Servus, du kleiner bayerischer Laubfrosch da draußen vom PC, Laptop und TV. Wir spielen Folge 10 von Dark Parables, die Königin der Träume, Queen of Fans. Schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest. Noch eine Folge und dann ist mal wieder Schluss, damit ich mich wieder erholen kann. Wir sind sehr weit vorangekommen, wir haben alle Rätsel lösen können derweil. Wir haben jetzt Eric kennengelernt und ihn besänftigen können. Und, Entschuldigung, wir haben auch Brienne kennengelernt. Die beiden, oder wir drei, haben jetzt einen Schlachtplan besprochen, wie wir jetzt das Map aufhalten können, beziehungsweise Map erreichen können. Wir brauchen zwei Prismen, damit sie nicht ihre Macht zurückbekommt, denn Map ist stinksauer. Und das zu Recht. Ja, Labyrinthkachel haben wir hier. Da können wir ja nichts machen, glaube ich. Und wir können jetzt hier weiter wimmeln. Und so ist jetzt die Sachlage momentan. Kann sein, dass wir das hier rein können, reinbauen können. Ja, passt doch. Das Mittelteilstück fehlt noch. Okay, dann fehlt doch noch ein Stück. Macht ja nichts. Gut, vielleicht erwimmeln wir uns das ja gerade. Wir können hier aber, glaube ich, nicht mehr zurück. Aber es macht ja nichts. Okay, wir können jetzt einen Kontrollkreis erwimmeln. Er hat recht. Kirby hat recht. Das ist ja eine Honigmelone. Nun gut, wir waren ja schon mal hier. Schauen wir mal, was wir hier uns diesmal jetzt zusammenschustern. Jetzt können wir andere Gegenstände erwimmeln, die wir vorher nicht erwimmeln konnten. Ich weiß nicht, ob man die vorher schon hat sehen können. Mir fallen die jetzt halt gerade irgendwie so ein bisschen auf. Wow. Der Pilz ist so mega komisch. Das kann man noch mitnehmen. Okay. Das schaut auch so toll aus, so halber Drache oder so. Gefällt mir sehr gut. Da ist doch irgendwas, ja. Ist gemein immer, wenn das immer dann so versteckt ist, so klein Fitzelchen. So, Diadem finde ich. Wird wahrscheinlich keiner sein, aber ich benenne das gerade so. Okay, davon haben wir auch ziemlich viel schon gefunden. Wir sind jetzt gerade sehr ausgeglichen vom Stand des Gefundenen. Wir haben aber das erste fertig. Darüber bin ich jetzt sehr stolz. Da hüpfe ich jetzt im Kreis. Seht ihr das, wie ich jetzt hüpfe? Ich hüpfe im Kreis. Sagt ihr wahrscheinlich, ey, das haben wir nicht gesehen. Naja. Macht nichts. Das werdet ihr sicherlich so noch erleben, wie oft ich mal hüpfe. Das ist eine Raupe. Ich denke, ihr werdet ja auch fleißig mitwimmeln. Der liebe Luffy Evolution 666, der mir übrigens ja dieses Spiel geschenkt hat, der wird wahrscheinlich alles schon gefunden haben. Der hat es ja, ach, der spielt es ja 100.000 Mal zusammen, ne? Hintereinander spielt er das. Und ja, findet das natürlich ja wesentlich schneller. Boah, ich mach das jetzt recht gut. Und ich musste ja auch jetzt nichts überspringen. Das Teil hier, das ist... Ich weiß nicht. Ist gerade nicht so einfach. Aber jetzt kriegen wir hin. Da war es doch. Jetzt brauchen wir noch genau zwei Teile. Diese Raupe ist so verführerisch. Ist es aber leider nicht. Dieser Drache ist es halt auch nicht. Und da ist noch ein Reifen, oder? Jawohl, jetzt ist das auch fertig. Und jetzt kommt dann noch das eine Teil. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein sehr komisches Teil. Das ist so ein Halbkreis. Und auch recht schön beschmückt. Und habe es gefunden. Dankeschön, dass sie mir geholfen hat. Super.
Das kann ich jetzt wahrscheinlich gleich mit dem hier kombinieren. Schaut sehr mächtig aus. Ja gut, ich glaube, hier können wir erstmal nichts machen. Genau, er ist ja hier. Did you find it? Irgendwas wollte er. Excellent. Mab still in the factory. Come, Detective, let's end this. Mab ist noch in der Fabrik. Kommen Sie, wir wollen der Sache ein Ende machen. Ah ja, genau. Stimmt. Können wir sonst noch eigentlich irgendwas hier machen? Endlich habe ich die geheime Zutaten gefunden. Das habe ich schon vorgelesen. I hope you're ready. Ich nehme mal an. You're too late, mortals. The prism is mine. Rise, my nightmare champion. Kapitel 5. Okay, geil. Oh weh, mit dem Prisma hat Mab dieses Riesenmonster herbeigerufen. Habt ihr das gesehen? Das ist voll cool gewesen. Richtig geiles, fettes Monster. Wenn wir diese Maschine nicht abstellen, verteilt sich der Albtraumnebel überall. Ja, das ist unsere Aufgabe. Momentan können wir wahrscheinlich da gar nicht so viel machen. Oh doch. Okay. Bilde einen Pfad zwischen dem Schlauchende links und dem jeweils farblich passenden Ende rechts. Dann überhitze die Maschine, indem du an den vier Ventilen unten drehst und so den Pfeil des Druckmessers in rote Bereiche hältst. Oh, ja. Ich schaue mir das hier gerade an. Wird sich wahrscheinlich den Weg nehmen. Aha. Dann müsste ich wahrscheinlich so gehen. So schaut das nochmal gut aus. So, erst einmal das überbrückt. So. Wieder einen Pfad zwischen den Schlauchenden links und dann jeweils farblich passenden Ende rechts. Dann überhitze die Maschine, indem du die vier Ventile... Achso. Ah, das ist so ein... Ah, jetzt verstehe ich es wieder. Man muss das richtig timen. Man muss, sagen wir mal, dieses Zahnrad geht jetzt bis gelb. Jetzt geht's bis rot. Jetzt geht's komplett drauf. Aber man muss wahrscheinlich alle vier drehen. Der hier geht kaum hoch. Der geht jetzt halt bis rot. Ja, und der zweite geht hier auch nicht hoch. Nicht komplett hoch. Also der geht bis gelb. Dann muss ich nochmal nachschauen. Also, wir machen mal den hier zuerst. Die beiden. Ich muss wahrscheinlich genau hier reintreffen, oder? Aha. So, ich probiere einfach mal was aus. Geht jetzt bis rot, ne?
Der geht wieder komplett zurück. So bescheuert. Ah. Okay. So, das war jetzt hat das Blaue. Jetzt kommt das Grüne dran, glaube ich. Wir müssen alle. Oh, das hat ja schon gepasst. Das kann ich recht gut. Das. Ich glaube, das ist eher so wahrscheinlich. Genau. So, jetzt muss ich dann auch schon hier wieder dann reinkommen, reintreffen. Sozusagen. Also ich probiere halt wieder was aus. Ich weiß es ja nicht. Ah, das war wahrscheinlich jetzt nichts, oder? Ha, perfekt. Okay, jetzt ist es Mr. Red. Ich glaube, er wird wahrscheinlich erst runter wollen. Hm? Ja, die verbinden sich eigentlich miteinander. Ja, das ist natürlich schwerer. Ja. Aber der kriegt hier keine Verbindung. Ich weiß jetzt nicht. Der kriegt ja trotzdem hier eine Verbindung. Das ist richtig. Nehme ich mal an. Bin ich mir nicht so ganz so sicher. Warte mal. Hier. So. Jetzt hat. Da muss man völlig aufpassen hier, weil die gehen jetzt auch hier über den Rand. Hi. Wird es der nicht sein? Oder? Schauen wir mal. Die beiden sich treffen. Ja, irgendwie, also hier schon. Schauen wir mal, was raus wird. Ich weiß es nicht. Kann mir jetzt noch nicht so hundertprozentig was drunter vorstellen. Weil das geht ja auch so ins Leere. Und ist es hier schon richtig? Ich glaube nicht, dass das hier stimmt. Aber hier ist doch unterbrochen, oder? Ah. Aber hier finde ich auch, dass es hier unterbrochen. Oder? Nee, es geht weiter. Aha, okay. So, das passt mit dem gut. Oh, Gott sei Dank. So, okay, jetzt schauen wir mal. Nehmen wir mal den hier. Das hat jetzt nicht gestimmt. Okay, nehmen wir mal den hier. Nope. Ah, okay. Na, das ist zu viel. Ich nehme nochmal den hier. Oh. Nope, das war zu viel.
Oh, hat gepasst. Puh, wir haben das alles überbrückt. Ich bin lieber Scholli jetzt. Was passiert jetzt? Es bleibt stehen, oder? Folge Eric zu den Ruinen des Mondtempels. Achso. Hier ist noch ein Beutel. Was ist das? Seine Pranke ist abhanden gekommen. Okay. Schauen wir mal. Achso. Was ist das? Traumsand. Achso, das ist ein Traumsand. Mhm. Ah, da kommt der Gecko hier rein. Ah, das ist eine Pranke. Das geht ja wie Schmitzkatze. Zack. Okay, jetzt pusten die. Soll ich das jetzt hier drüber schütten? Nein. Man kann halt nicht immer recht haben. Das verstehe ich schon. Brunnenplatz, geht's hier raus? War ich jetzt erfolgreich, oder? Ja. Weiß es nicht. Ich glaube mal ja. Grundgültiger, ist das die Kreatur, die Map herbeigerufen hat? Ja, das ist er. Riesig, gell? Wir haben noch keinen Schlüssel. Ah. Ich brauche ja den Sand, um hier diesen netten Geist wegzukriegen. Bam! Jetzt ist die Kreatur weg. Weg ist er. Und mit ihm der Rest des Sandes, ja. Schön. Da ist was drinnen. Das Monster muss eine Schuppe herausgefallen sein. Und werden wir irgendwo mal finden. Jetzt können wir uns das mal alles anschauen. Schildkröte. Oh. Müssen wir ein paar Sachen. Wie lustig. Süß. Tolle Schildkröte. Ja, da fehlen natürlich was. Edelsteine fehlen. Ja. Was ist das hier? Das ist eine Kelle einfach. Hier müsste noch eine weitere Laterne hängen oder sein. So ein Pavillon. Ist also wohl nichts. Tempeleingang. Ja, und ich würde mal sagen, dass wir wahrscheinlich dahin gehen werden. Ich weiß jetzt nicht, das passt hier nicht rein, gell? Nein. Wollte ich jetzt nur mal ausprobieren. Wir sind jetzt wieder sehr, sehr, sehr weit gekommen. Haben sehr viel über diese Geschichte erfahren. Über Map, über Eric, über... Oh, ich kann mir diesen Namen nicht merken. Hubert. Hubert? Und ja, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Aufnahmesession dabei und habt nochmal Spaß. Wir wollen ja dieses Spiel genießen. Ja? Genießen. Bye!